Wir leiden unter Strommangel. Ich bin am Überlegen, ob es nicht sinnvoll macht, diese Leitung zu kappen. Und hiermit anzuschließen. Was dann auch bedeutet, im Grunde, dass wir dieses ganze Krams hier mit rüberpacken müssen. Und dazu haben wir wahrscheinlich zu wenig Platz, oder? Ne, wenn ich es genau hier reinmache, dann geht's. Weil der saugt und saugt und saugt. Und drückt hier rein und der Druck in dieser Leitung steigt immer mehr und die Dinger sind aus, weil sie keinen Strom mehr haben. Und ich behaupte mal, irgendwas stimmt hier nicht. Wieso war denn der aus? Habe ich da vielleicht beim Rumklicken versehentlich da oben drauf geklickt? Ach nee, der war an. Aber er verbraucht jetzt mehr als reinkommt. So, mal kurz gucken. 64% ist er grün, mit 70 auch. 54%. Jetzt scheint es richtig zu sein alles. Da muss ich gucken, wenn er irgendwo im roten Bereich ist, ist er leer. Batteriezelle groß, komm her. Die tauschen wir. So. Da geht mehr raus als rein. Egal. Wir müssen zusehen, dass wir an Strom kommen. So, das erstmal zu. Das kann ich einpacken. Das kann ich einpacken. Und das packe ich ein. Das Ding noch. Genau. Einen runter. Und ausladen hier. So, die haben wir. Haben wir 2 ICs über mittlerweile. Oh, und das Ding. Den IC-Sockel. Sind dann auch 2. So, das weg. Dann haben wir davon erstmal genug. Jetzt bin ich aber gerade was am Überlegen, nämlich wenn wir 20 Solarzellen setzen, Dann brauchen wir das mal 2. Das sind 40. Plus jeweils die 3. Das sind 46. Und die beiden dazu nochmal sind 48, ja genau. Och, dass man da hängen bleibt, ist doch irgendwie doof. Deswegen so einer kleinen Kante. So, jetzt gucke ich mal, wie viel ich hiervon noch habe. Gar keine. Okay, also wir brauchen 46 Stahlwände. Und dann 46 Stahlplatten. Habe ich davon noch welche? 16. Also 30 Stahlplatten, 46 Blöcke, nicht. 46 Stahlblöcke. Da lang. So, 20 Stück. Genau, der kann jetzt erstmal aus. Und wir brauchen 46 Stahlgerüste. Eins. Zwei. Drei. 48, nicht 46. 4. 5. 6. 7. 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. So, 30, das heißt ein kompletter Stack. 30 Stück. Das heißt, wir brauchen jetzt nochmal 18. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 und komm, einer noch. 18. Und dann brauchen wir Stahlplatten, 30 Stück. Erstmal das hier einsammeln. Eins. Zwei. Drei. Vier. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, Stromausfall. Dann schalte ich den mal aus, sammle die 27 erstmal ein. Sind nur 25, weil 2 wahrscheinlich dann noch irgendwie drin stecken. Okay, macht aber jetzt erstmal nichts. Aufzug hat hoffentlich noch genug Strom, um jetzt einen höher zu fahren. Dann holen wir uns die restlichen Stahlplatten aus dem Lager. So viel wir tragen können. Ich glaube 50 sind das Maximum. Das wären Eisenplatten, okay. Dann gehe ich auf die Seite rüber. dreimal, viermal, fünfmal. Oh, sag mal, wieso macht denn der so einen Riesensatz? So. Gut. Ich mache erstmal eine, damit wir hier in Ruhe gehen können, ohne runterzufallen. Und das, was an Platten übrig ist, nehme ich dann für die zweite. So, dann haben wir noch 12 Stück über. Okay, das war's. Das heißt, uns fehlen noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück. Nochmal 5. Hatte ich ausgemacht, damit er nicht aus Versehen losmarschiert, aber ich glaube, hätte er eh nicht gemacht. 1, 2, 3, 4, 5. Dann brauchen wir 20 Glasscheiben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So. Kann man das oben fertig machen? Das setze ich mal eben damit rein. Und gucke mal, ob wir noch von den Starkstromkabeln welche haben. 40 Stück, die reichen von 12 bis Mittag. Brauchen wir dann auch noch welche, aber das rechnen wir aus. Ist schon wieder Nachmittag. Irgendwas hat sich hier geändert. Ich weiß nicht was, aber irgendwas hat sich geändert. Gut. Dann verarbeiten wir die mal. Das sind die ersten 5. Zwei angeschlossen. So, wir brauchen, jetzt mache ich das einfach mal so, 1, 2, 3, 4, 5. 5 für jede Solarzelle, ne, von der vorherigen. Das heißt, wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 minus 1 sind, Quatsch, jetzt kann kein Fehler machen, 16 mal 5 sind 50, sind 80, minus 1 und am Ende auch nochmal minus 1 sind minus 2, also 78 von den Kabeln, von den Starkstromkabeln. Und da es jetzt eh Nacht wird, spielt das keine Rolle. Jetzt sollten wir erstmal zusehen, dass wir die ganz schnell herstellen. Oh, spring noch nicht so weit. Also 78 Kabel von den dicken. Machen wir mal ruhig 80, ist ja jetzt völlig Wumpe. Also ja, oder komplett, dann ist es Kupfer alle. Dann haben wir 88. Also einfach Gold rein und fertig. So, produzieren bitteschön. Und mit denen gehe ich schon mal hoch. In der Zeit, wo der produziert. Und schmeißt die mal schon da oben hin. Noch nicht anbauen, weil es ist ja einfacher, wenn... Das heißt, die hier kann ich schon anbauen. So rum, einmal, zweimal, dreimal, viermal. So, den Rest schmeiße ich dahin. Ich habe Glasplatten, also kann ich die schon mal fertig machen. Und kann die auch schon mal auf minus 90 drehen, damit die dann direkt in die richtige Richtung zeigen. So. Gucken, ob wir Kabel fertig gekriegt haben. Ich bezweifle es ja so ein bisschen. Oh, er produziert noch. Achtunddreißig. Okay. So, 40 Stück habe ich schon mal. Dann können wir die schon mal wieder verlegen. So. So, dann kann ich die nämlich noch setzen. Ist meine eigene Energie auch schon wieder runter, aber ich glaube, die ist jetzt bei 50% oder so. Und das bei den Batterien, die ich hier verwende, sollte das eigentlich kein Problem sein. Ja, passt doch genau. So, jetzt noch mal eben alles aufbauen mit Glasplatten, damit das fertig ist. Damit die auch, sobald Strom jetzt von oben kommt, die auch schon mal ein bisschen was beitragen können. Die war schon, jawohl. So, damit habe ich dann nämlich schon mal 10 Stück stehen zumindest, die zumindest in der Mittagszeit so ein bisschen was kriegen. Ich weiß, das reicht vorne und hinten nicht, aber besser als nichts. Ups. So, jetzt. So, 48, genau. Und dann nehmen wir 5 von denen mit. Okay, jetzt sagt er grün, jetzt wird er geladen. Obwohl die hier verbraucht. Jetzt entlädt er schon wieder. Weil es schon wieder dunkel wird oder was? Irgendwas stimmt doch hier mit diesem Spiel nicht. Es war gerade eben dunkel. Wenn das jetzt schon wieder dunkel wird, dann rennt hier irgendwie die Zeit. Nein, die Sonne geht auf. Wahrscheinlich hat sich da irgendwie was am Winkel geändert. Das ist dann eben... Ja, gut, alles klar. Ich dachte eben schon. Ja, ich behalte das jetzt noch in der Hand, weil ich die ganz einfach so weit wie möglich mit nach da hinten nehmen will. So, 10 Stück über. Okay. Dann habe ich mich doch wieder irgendwie verrechnet. Und Watt 308. Im Augenblick hat er also Spitzenwert. Ja, dann sollten wir mal zusehen, dass wir hier auch ganz schnell das normale Kabel verlegen, dass wir schon mal die ersten steuern. Toll, für einen hat es gereicht. So, das heißt, normale Kabel brauche ich auch. Und ich sage mal, da baue ich nicht nur ein paar von, sondern da baue ich eine Menge von. Denn das ist ja was wir ständig brauchen. Oh, nun komm, pack doch da nicht überall fest. Wegen so einer kleinen Kante, dass es sich überhaupt nicht mehr bewegen kann. Ich sage mal, jeder Mensch macht hier einen Schritt drüber. Nein, er bleibt an der Kante hängen. So, die können wir mal hier reinpacken. So, normale Kabel brauchen wir. Fünf Glasscheiben habe ich noch. Die 5 brauchen wir noch. So, und das heißt, wir packen hier 100 Gramm Kupfer rein. So, das reicht dann für 200 Stück. Ein paar nehme ich mal noch mit. So, komm. Können wir dann gleich machen. Hauptsache, ich habe erstmal die Solarzellen stehen. Wobei, jetzt geht gleich wieder die Sonne auf. Dann verbrauchen die mehr Strom, als sie kriegen. So, die gehen schon mal. So, das heißt, unsere 20 Solarzellen haben wir auf jeden Fall schon mal stehen. Jetzt brauchen wir nur noch verkabeln. 117. Also noch 75. So. Ah ne. 60 noch, weil ich hatte ja schon 10 mitgenommen. Hängen geblieben. Machen wir das einfach mal so hier. Das geht schneller als jetzt jedes Mal zu wechseln. So. Und Kabel legen. Und zack. Gut, das ist alles dran. Jetzt gucken wir mal. Das kann ich zu Fuß machen, dafür brauche ich keinen Gas verbrauchen. Also keinen Stickstoff verbrauchen. Wie weit die runter sind. Zu weit. Das gibt's doch nicht. Einer hat noch so ein bisschen Rest. Die blinkt jetzt schon. Und das um Mitternacht. Ich denke mal, da bringen auch die 20 nichts. Da kann ich nochmal 100 bauen und das reicht immer noch nicht. Es reicht im Endeffekt ja, wenn eine noch ein bisschen was übrig hat. So, hier kommt übrigens dann auch eine Steuerung hin. Die werde ich dann irgendwie auch mal programmieren. Und zwar wird dann abgefragt, wie ist von den beiden die Temperatur. Wenn die Temperatur unter 300 Kelvin ist. Ist okay. Hier wird der Druck abgefragt. Wenn der Druck unter 3 Bar oder so ist, also 3 Megapascal, nicht 3 Bar, wenn der Druck unter 3 Megapascal ist, dann ist auch okay. Und wenn die beiden Voraussetzungen zusammentreffen, dann schalte das ein. Und dann schalte das ein. So, bei dem ist die Temperatur egal. Ja, also wenn unter 3 Megapascal den einschalten, wenn hier die Temperatur unter 300 Kelvin ist und da unter 300 Megapascal, dann auch einschalten. Das werde ich zusammenbasteln, dann wohl aus der Mixersteuerung. Plupp, Strom ist weg. Ups. Tja, so, dann gucken wir mal, dass die Kabel da unten fertig sind. Und dann beobachten wir das mal, wie das dann so in den nächsten Tagen aussieht. So. Gut. Den mal ausmachen. Tja, die große Frage ist halt, wie sieht das aus? Moment, jetzt packe ich mir das erstmal wieder weg. So, wie sieht das aus, wenn ich jetzt anfange, ah ne, ich habe den Fahrstuhl hier unten, wenn ich anfange jetzt langsam mal wieder meine Eiscrusher in Betrieb zu nehmen, denn die haben ja noch genug Eis, fliegt mir dann wieder alles in der Luft oder wie sieht das aus? Da drin ist schon wieder alles aus. Ja, das bringt nicht so lange, da nicht genug Strom ist. Selbst auf der Seite ist jetzt mittlerweile alles tot. Ach Mensch. Dafür reicht der Strom noch. Aber klar, die Dinger. Ja, da kann er nichts mehr lesen, weil nicht mehr genug da ist. Irgendwas scheint anzukommen, weil der sagt ja, er kriegt. Oder wird es schon wieder hell? Ja, so allmählich, ne? Gucke ich mir doch mal die Batterien an. Gut, oh gut, oh gut. Das hängt sogar da oben zwischen. Oh. Fliegendes Gemüse. Cool. So, die beiden sind leer und der blinkt so ein bisschen. Ja gut, müssen wir gucken, wie das dann abends aussieht. Jetzt hat er aufgehört zu blinken. Blinkt jetzt ein anderer? Nein. Er fängt jetzt wieder an zu blinken, das heißt, jetzt müssten sie eigentlich mehr kriegen, als sie verbrauchen. Es ist trotzdem nur die eine, die blinkt. Also von daher ist das nicht so prall. Na, jetzt blinkt die zweite. Jetzt kriegt die auch langsam was. Warum die nicht gleichzeitig oder gleichmäßig sich befüllen, sondern nacheinander, das verstehe ich sowieso nicht. So, wie das dann hier weitergeht, weiß ich auch noch nicht, denn das soll ja dann unsere Hühnerfarm werden. Ja, müssen wir mal gucken. Das blinkt. Die ist an, die hat eben kurz geblinkt. Aber, hallo, das ist schon ein Viertel von dem, was die Zeit ist. Und es ist gerade mal eine hat einen Balken. Aufgehört zu blinken, die blinkt jetzt. Bei der tut sich noch gar nichts. Sollte ich mir vielleicht mal Gedanken machen, doch diese bessere Steuerung zu nehmen. Beim letzten Mal hatte ich da wohl irgendwas falsch gemacht. Deswegen ging es nicht. Mit der besseren Steuerung meine ich die dann auch noch so den Winkel benutzt hier um. Ja, die Sonne läuft ja im Grunde nicht genau mittig hier drüber, sondern so etwas versetzt. Und die Solarzellen haben nicht 100%. Der Effizienz. Der hat mittlerweile zwei Balken da hinten, der blinkt noch, der hat einen. Und das bei der Hälfte des Tages, das ist definitiv viel zu wenig. Den Umbau, den sollte ich dann aber nachts machen. Ich kann ja mal gucken, was wir hier so an Programmen haben. Ich glaube, die hatte ich ziemlich am Anfang schon. Wenn ich den Sensor in einer anderen Richtung habe, kann ich das Batch H, Batch V. Also ich brauche zwei Batch Writer. Einen für horizontal, einen für vertikal. So, der berechnet das und das ist also kein Zauberwerk hier, aber ich brauche auf jeden Fall einen Batch weiter und zwei Batch weiter. Ich denke mal, das machen wir mal. Und das exportiere ich jetzt auch und nehme den auch mit. Und dann baue ich das Ganze schon mal so weit auf, dass ich dann nur noch im Grunde umbauen muss. So, das habe ich. Die beiden Batch weiter sind wahrscheinlich da. Aha. Okay. Das ist natürlich nicht so schön, dass das dahinter sitzt, ne? Das sollte dann schon hier hinten irgendwo sitzen. Das machen wir jetzt auch, dass es hier hinten sitzt. Und zwar ruhig von oben drauf. Sobald er auf dunkel ist, sage ich mal, der Batchwriter haben 3 Anschlüsse. Das können wir ja schon mal vorbereiten. Dazu brauchen wir den. Und wir brauchen das hier, Kabel. Einmal, zweimal, einmal, zweimal, das hier auch. Genau, so hin. Das dran, das dran und das dran. Das muss da noch rein und das. So, das sind die beiden Batchwriter. Und dann müssen wir noch gucken, dass wir hier den Tageslichtsensor, der sitzt jetzt bei 180 Grad, das heißt in diese Richtung zeigend. Den werde ich aber in die Richtung zeigend hinbauen, das heißt wir müssen den Skript ändern auf 90 Grad. Oder? Nee, komm, den lassen wir einfach so und setzen den tatsächlich auf 180 Grad. Das heißt, in diese Richtung. Dafür bauen wir einfach das so und das so. Dann kommt hier ein Batch weiter und da in die Richtung kommt der. So, die sind bei 0. Das heißt, wir können so, jetzt eben schnell rein. Da. So, wir brauchen ein Batch weiter und noch ein Batch weiter. Und wir brauchen den. Den Rest können wir gleich holen. Lichtsensor in der Richtung. Verbundschreibeinheit nennt er sich. Einmal. Zweimal. So, jetzt brauchen wir den Schraubendreher. Einmal kurz einschalten. Einmal einschalten, genau. So. Der Tageslichtsensor. Genau. Die müssen wir mal umbenennen. Das ist V. Und das ist H. Solarmodul. Das ist horizontal, vertikal, genau. Und in ist vom IC-Gehäuse. In ist IC-Gehäuse. Ausgang ist vom Solarmodul dual und horizontal. So, Tageslichtsensor, Verbund, schreib ein Batch H. Ist H. So, jetzt sind sie mächtig am Drehen. Und wie man sieht, die stehen jetzt schon in einer etwas anderen Richtung. Aber ich denke mal immer noch in der falschen. Weil eigentlich müssten die genau in die andere Richtung stehen. Das macht dann aber gar nichts. Ich bin jetzt mal so frech. Macht das so. nehmen den weg. Und setzt den daran. So, ich lasse das, falls das jetzt falsch war, was ich jetzt hier gemacht habe. Falls das jetzt falsch war, was ich nicht glaube, aber was sein kann, was ich nicht ausschließen kann, muss ich den halt nochmal drehen. Aber so wie es aussieht, geht da jetzt gleich die Sonne auf. Und das würde heißen, es funktioniert. Null 96. Wieso hat das jetzt schon 100 Watt? Weil ich da drauf leuchte oder warum? Das hat noch nichts. Das hat jetzt auch nichts. Weil ich da drauf leuchte alleine, hat das 55 Watt. Auch nicht schlecht. Bei dem funktioniert das nicht. Doch, 64 Watt. So, aber jetzt allmählich dürfte ja... Na, noch nicht ganz. ...141 Watt. Ah, guck mal an. 377... 390, 403, 406, 416, 419. Das gefällt mir. Wir sind jetzt deutlich über die 400 gekommen. 454 Watt. Und das beim Solarmodul, was angeblich 450 Watt produziert. Cool. Gefällt mir. Endlich mal was, was funktioniert. So, wie sieht es denn hier eigentlich aus? Schweißbrenner und 5x Stahlplatte. Könnten wir ja auch mal in Betrieb nehmen, ne? Ja. Runtergepurzelt. Das scheint ja auch so ein bisschen was zu bringen. Nicht viel, aber so ein bisschen was. Nehmen wir mal den Akkuschrauber, bauen das Ding hier mal ab. Und setzen das mal hier vorne hin. Wo haben wir denn Hochspannungsleitungen? Wahrscheinlich darunter irgendwo. Dann setzen wir es hierher. So. Okay. Weil das mit den Stahlplatten, das probiere ich mal. Jetzt nicht wieder so weit springen. So, na nun. Habe ich Stahlplatten noch oder hatte ich die jetzt alle verbraucht? Das sind Eisenplatten. Okay, dann holen wir uns noch ein paar Stahlplatten. Aber ich sehe gerade, wir sind am Ende dieser Folge. Schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar, vergesst es aber nicht. Bis dann, tschüss!